mit Herr Vakili? Ich habe gefragt, wer da ist. Paula Massi ist am Apparat, Herr Hamm. Ich melde für Sie von Supportabteilung wegen Ihrer schlechten Erfahrung, dass Sie haben mit Online-Investitionen. Mit Amazon? Ja. Ja. Wann krieg ich denn die Gutschrift? Nein, ich melde für Sie wegen Ihrer Geld, dass Sie denken, dass Sie verloren haben. Ja, ja, also ich erinnere mich, ja, ich habe den Bud Plug 600, den habe ich auch vor 3 Wochen bestellt, der ist immer noch nicht da. 600 Euro, haben Sie die Investition angefangen? Ja, nee, da war ja schon ein bisschen günstig, aber ich warte jetzt halt schon 3 Wochen da drauf. Ne, wann wollen Sie den denn liefern? Okay, wir sind Supportabteilung. Für diesen Grund, ich habe Ihnen jetzt angerufen, Ihre Geld sind blockiert. Was ist das? Ihre Geld sind blockiert. Warum ist das blockiert? Weil ich zu viele schlechte Rezensionen geschrieben habe? Ja. Wie? Also Meinungsfreiheit. Ich bin nun mal der Meinung, dass diese Genitalwarzencreme, die Sie da verkaufen, überhaupt nichts gebracht hat, ne? Nein. Erinnern Sie sich, wie viel Geld haben Sie verloren? Oh, ich habe ja für viele Tausend bei Ihnen eingekauft, ne? Wie viel? Das weiß ich ja. Reden wir von diesem Jahr oder von immer? Nein, wie viel haben Sie überhaupt, alle, die Betrag? Oh, von Anfang an, so also bestimmt 5.000, ne? Ja. Ja. Dann? Was denn? Ja, dann, 5.000 sind alles. Ja. Von okay, wo rufen Sie denn an? Von Supportabteilung. Wo? Von Berlin. Berlin, wo denn da? Ja. Neben Deutsche Bank. In Berlin, Kurfürstendammstraße 29. Oh, das haben Sie sehr schön vorgelesen. Das freut mich. Das klappt scheinbar. Es ist nur schade, dass die Goethe-Institute jetzt weniger Budget kriegen. Dann ist zukünftig so eine kompetente Ausbildung gar nicht mehr möglich, ne? Nein, ich wollte nur etwas Ihnen sagen. Diese 5.000 Euro, die Sie verloren haben. Seit wann haben Sie dieses Geld verloren? Also die letzten, wann habe ich angefangen bei Ihnen? Sagen wir so vor 2-3 Jahren. Mein Enkel hat mir das alles gezeigt, weil ich halt nicht mehr so gut laufen kann, ne? Okay. Ja. 3 Jahre, 5.000 Euro mit Ihrem Namen, richtig? Ja, natürlich. Okay, ich bestelle doch immer bei Ihnen. Für Sie. Ich verstehe. Ich mache eine Überprüfung für Sie, nur einen Moment. Was überprüfen Sie denn? Für Ihr Geld, wo sind Sie? Bei der Sparkasse. Sparkasse? Ja. Ist da eine Party bei Ihnen? Haben Sie dieses Geld bekommen? Nee, das habe ich ja überwiesen. Haben Sie verdient, dieses Geld? Nee, ja, natürlich habe ich das verdient. Ich habe ja mein Leben lang gearbeitet. Ich bin ja Schweinebauer gewesen. Aha, ich verstehe. Glaube ich nicht. Sie haben kein Geld verloren mit Online-Investitionen? Nee, doch, ich habe ja 5.000 abgegeben. 5.000, okay, ich mache eine Überprüfung für diese 5.000. Ja. Nur einen Moment, bitte. Okay, in diesem Moment, Sie haben 8.000 Euro Profite gemacht. Woher wollen Sie das denn wissen? In Blockchain mit Ihrem Namen sind Ihre Geld, aber diese Geld sind blockiert. Ach so, wie bei dir die Nerven und die Synapsen in der Birne, ne? Können wir das denn irgendwie befreien? Nur einen Moment. Haben Sie mit einem Anwalt gesprochen? Nee. Okay, ein Anwalt kann Ihnen helfen. Wie können Sie Ihr Geld zurücknehmen? Ja, von wem denn? Sie müssen mit einem Anwalt arbeiten. Ich kann Ihnen einen Anwalt von unserem Unternehmen anbieten. Oh ja, er gerne. Er kann Ihnen helfen, die Prozedur anfangen, dass Sie können Ihr Geld zurücknehmen. Das ist großartig. Mich würde ja interessieren, was der Herr Solmecke von WBS Law zu dem Thema sagt. Arbeitet der auch für Sie? Aber das kostet 300 Euro. Was denn, das Gespräch? Nein, ich lasse Ihnen einen Termin mit unserem Anwalt, 300 Euro, dann unser Anwalt kann die Prozedur anfangen, Sie machen eine Vorstellung und dann
erfangen die Prozedur an. Was denn für eine Prozedur? Zurücknehmen. Also für den Buttplug kriege ich dann erstattet, ja? Wie bitte? Ich kriege das Geld für den Buttplug dann erstattet. Ja, unser Anwalt kann Ihnen helfen. Nur ein Anwalt kann Ihnen helfen. Wie können Sie Ihr Geld nehmen? Ach so, ich dachte, ich hätte jetzt einfach vom Widerrufsrecht Gebrauch gemacht, weil das Ding ist ja nie angekommen. Damit ist der Vertrag ja gar nicht erfüllt nach HGB, ne? Nein, Ihre Geld sind blockiert. Für diesen Grund rufe ich Ihnen an. Wer hat das denn blockiert? Wer war das denn? Ja, aber seit 3 Jahren ungefähr, Ihr Geld sind blockiert. Ja, wer war das denn? Wer hat das gemacht? Sie haben das selbst gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe doch mein Geld nicht blockiert. Ich weiß es nicht. Das ist Ihre Fehler oder von den Unternehmen, dass Sie haben früher gearbeitet. Auf das, die Schweinefarm ist daran, meine Schweinefarm ist daran schuld, dass mein Geld blockiert ist. Ich glaub's ja nicht. Haben Sie früher mit einem Broker gearbeitet? Ja, mit meinem Bruder, genau. Ja, es gibt einen Fehler, für diesen Grund Ihre Geld sind blockiert. Ah, das war ja klar, dass man dem hätte nichts anvertrauen können. Ja, und bis jetzt, Sie haben diese Geld sind blockiert, aber Ihre Geld für Sie arbeiten und Sie haben ungefähr 8.000 Euro. Ah, das ist ja toll, vorhin waren es noch 7. Ich glaube, wir lassen die Kohle noch liegen. Das geht ja in tausender Schritten hier minütlich weiter. Nein, 8.000 Euro. Ja, wenn wir ich kann Ihnen einen Termin mit unserem Anwalt vereinbaren, dann können Sie das besser verstehen, wo sind Ihre Geld und wie können Sie die Prozedur anfangen, dass Sie können Ihre Geld zurücknehmen. Wie heißt denn der Anwalt? Unser Anwalt? Ja. Thomas Werner. Thomas Werner? Ja. Und wo hat er seine Kanzlei? Hier in Deutschland, in Berlin. Und wo da? Neben Deutsche Bank, ich habe Ihnen gesagt. Nee, da ist ja Ihre Firma, aber ich frage ja, wo der Anwalt ja, ist. Ja, von uns Unternehmen. Er ist ein Angestellter von uns. Wir arbeiten zusammen. Wir sind Supportabteilung. Von wem supporten Sie denn? Wir haben auch einen Anwalt. Für diesen Grund, wir sind Supportabteilung. Ja, Support für wen denn? Für Microsoft? Nein, von EU-Finanz. Von was? Investing.com. Ach so. Da, ja. daher weht der Wind, ich verstehe. Und er weht stärker als an der Nordsee. Und der Anwalt kann mir helfen, ja? Ja, richtig. Ja, aber ich würde halt schon gern den Buttplug zurückgeben, ne? Weil wenn der halt nicht angekommen ist, da habe ich da ja auch keine Freude mit, ne? Was haben Sie? Keine was? Keine Freude. Freude? Freude, ja. Wieso? Wieso? Ja, wenn ich das Ding nicht hab, dann kann ich es ja auch nicht benutzen. Ich verstehe, aber möchten Sie Ihr Geld zurücknehmen, 8.000 Euro? Sie können nicht das mit diesem Geld machen. Ich verstehe nicht Ihnen. Ja, ich möchte die 8.000 Euro gerne haben. Ja, ich habe Ihnen eine Option anbieten, dass Sie können Ihr Geld zurücknehmen. Ja, dann gib doch her die Kohle. Weiß nicht, was das Problem ist. Möchten Sie Ihr Geld zurücknehmen? Wir können die Prozedur anfangen. Ja, klar, gib doch endlich her die Kohle. Ich werde nicht jünger. Okay, haben Sie WhatsApp mit dieser Nummer? Habe ich was? WhatsApp. Weiß nicht, was das ist. WhatsApp. Kenne ich nicht. WhatsApp kennen Sie nicht. Wie alt sind Sie? Bitte? Wie alt sind Sie? Ich bin 83 Jahre alt. 83 Jahre alt, oh. Ja. Das ist sehr schön. Freut mich, dass ich spreche mit Ihnen. Warum? Aber ich möchte Ihnen helfen. Ja? So, möchten Sie mit unserem Anwalt arbeiten oder nicht? Ja, den könnte ich brauchen, weil mir drohen auch gerade die Leute von Trader Fox Trading, ne? Weil die haben wir ja auch geoutet, das sind ja auch Kriminelle. Nein, das ist nur ein Anwalt, dass Sie können Ihr Geld zurücknehmen, das ist alles. Haben Sie Ihren Computer dabei? Ja, ich habe immer einen Computer dabei, entweder in der Hosentasche oder an der Leine, wie meinen Dackel. Okay, gehen Sie bei Ihrem Computer, bitte. Haben Sie dieses Programm AnyDesk? Habe ich was? AnyDesk, dieses Verbindungsprogramm. Ja, das kenne ich, mit meinem Enkel spiele ich dann immer hier, wie heißt denn das nochmal, Morrowind. Okay, gehen Sie bei AnyDesk, bitte.
Erstmal muss ich den Computer aus der Hosentasche holen und anmachen. Ja, ich warte hier, kein Problem. Ja, ich lasse ja sonst nicht in Gegenwart von Damen die Hose runter, aber wenn sie drauf bestehen, dann hole ich ihn jetzt raus. Nein, kein Problem. Nehmen Sie Ihren Computer, ich warte hier. Ja, in Berlin, ne? Wie ist denn das Wetter heute bei Ihnen? Gut. Ja? Naja. Welcher Stadtteil ist das denn bei Ihnen? Haben Sie WhatsApp mit dieser Nummer? Ich kann Ihnen per WhatsApp schreiben. Sie haben mich gerade schon gefragt. Ich habe Ihnen gerade schon Nein gesagt. Sie können mir ein Foto von Ihrem Ausweis schicken. Was wollen Sie mit einem Foto von meinem Ausweis? Also ich kann die Prozedur anfangen, dann können Sie einen Termin mit unserem Anwalt vereinbaren. Also wenn ich hier zum Anwalt gehe, dann brauche ich nur einen Termin machen. Der will nicht meinen Ausweis sehen. Das ist ein bisschen komisch, meinen Sie nicht? Nein, auch einen Ausweis und eine Einzahlung machen von 300 Euro. Das ist sehr wichtig. Ja, soll ich Ihnen das überweisen? Ja. Ja, geben Sie mir mal die Kontonummer. Ja, nur einen Moment. Das ist ja unglaublich. Ja, ich weiß. Ja, und trotzdem machst du es, ne? Sie haben mir gesagt, dass Sie sind 83 Jahre alt. Ja, das hat sich... Was haben Sie mit Ihrem Leben gemacht? Ich war Schweinebauer, das habe ich Ihnen doch vorhin erzählt. Oh, sehr schön. Haben Sie Kinder? Ja, 4 Stück. Wie viele Kinder haben Sie? Du hörst kein Wort zu, ne? Willst mir aber Rechtsberatung anbieten. Ich habe 4 Kinder. Sie haben 4 Kinder. Oh, ja, und einen Inder. Ich denke, Sie sind auch ein Großvater, ja? Ja, ich bin Großvater. Auch 4-mal. Sind aber alle von einem meiner Söhne. Also da kann noch mehr dazukommen, ne? Oh, das ist sehr schön. Der rammelt mehr als die Kaninchen, die wir auf der Farm hatten. Und bei den Kaninchen, weil die sind ja gut im Multiplizieren. Und das hat sich mein Sohn wohl abgeguckt, ne? Ich verstehe. Ja. Aber Sie sind zufrieden mit Ihrem Leben, ja? Ja, sag mal, die Meerschweinchen belästigen mich ziemlich, aber sonst geht's mir ganz gut. Ich verstehe. Das glaube ich nicht, aber sei es drum. Leute freuen sich ja darüber, wenn ihr überhaupt nichts schnallt. Okay, haben Sie WhatsApp mit dieser Nummer? Sie haben auch ein schlimmeres Gedächtnis als eine Stubenfliege. Ich habe Ihnen jetzt schon 3-mal Nein gesagt, Sie fragen 4. Mal. Das ist sehr wichtig, für Sie eine WhatsApp haben. Warum? Ich muss Ihnen per WhatsApp schreiben, so Sie können mir eine Foto von Ihrem Ausweis schicken. Sie können mir eine E-Mail schreiben. Heute nicht, nur am Mittwoch kann ich Ihnen für E-Mail schreiben. Ach, am Mittwoch ist E-Mail-Tag, heute ist WhatsApp-Tag. Was ist morgen? Was ist morgen? Rauchzeichen-Tag? Nein, in diesem Moment. Und am Donnerstag ist Transport-Otter-Tag, da werden die Briefe von Ottern ausgetragen. Am Freitag ist... Viel Spaß. Ja, also komm schon, Quatsch, wie du da erzählst, da muss man doch irgendwie drauf reagieren. Am Freitag ist der Eichhörnchen-Tag, am Samstag kommt die Brieftaube. Am Sonntag mit einer Schildkröte, die man aber nicht versichern kann für Transporte. Das haben wir ja von Paul Panzer gelernt. Und dann geht der Kreislauf von vorne los, ne? Meine Güte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Was kann ich sagen? Sie möchten nicht mit mir sprechen. Na doch, ich möchte ja mein Geld wieder haben. Wie viel Geld möchten Sie wieder haben? 8.000 Euro? 8.000 Euro. Ja, und ich zeige Ihnen von Ihrem Alter, ich muss Ihnen helfen. Ja. Aber Sie müssen mit einem Anwalt arbeiten. Ja. Das ist sehr wichtig. Können Sie mir den denn mal eben geben? Wir könnten ja schon lange fertig sein mit dem Thema. Nein, Sie müssen eine Einzahlung machen, 300 Euro, dann können Sie mit unserem Anwalt sprechen. Aber ich kenne das eigentlich so, weil nach dem Rechtsberatungsgesetz, da gibt es ja, sage ich mal, immer so eine bestimmte Summe. Nein, Sie machen keine Investition mehr, das ist nur... Nee, ich will ja auch nicht investieren. Das wir haben mit unserem Anwalt. Haben Sie denn mal die Nummer von der, wie heißt denn das Ding hier, von der Anwaltskammer, wo Ihr Anwalt zugelassen ist, dass ich das prüfen kann? Ja. Okay, ja? Was machen wir? Sagen Sie mir, was haben Sie entschieden? Ja, ich möchte mein Geld wieder haben. Ich bin lange nicht so extravagant über den Tisch gezogen. Was kann ich Ihnen anbieten? Möchten Sie mit unserem Anwalt arbeiten? Ja, dann geben Sie mir mal die Kontonummer. Wie bitte? Kontonummer, IBAN.
Nur einen Moment, warten Sie kurz, ich habe das nicht verstanden. Ich möchte Ihre Kontonummer haben. Meine Kontonummer, okay, schicken Sie mir ein Foto von Ihrem Ausweis. Dann ich schicke die Kontonummer, wo Sie können die Überweisung machen. Was wollen Sie denn mit meinem Ausweis machen? So, ich kann die Prozedur anfangen. Ich kann Ihnen nicht eine Kontonummer schicken, wenn ich kein Foto von Ihrem Ausweis habe. Ja, aber auf Ihrer Internetseite muss die Kontonummer ja auch draufstehen. Das jetzt tun Sie doch mal nicht so, als wäre das ein Staatsgeheimnis. Ja, schicken Sie mir ein Foto von Ihrem Ausweis, dann mache ich das. Okay? Ja, dann geben Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse. Ja, natürlich. Können Sie das schreiben? Ich kann schreiben, ja. Aber warum möchten Sie meine E-Mail-Adresse für jede Frage, oder was? Ich soll Ihnen doch ein Bild schicken. Was möchten Sie? Ah, ein Bild. Okay, ja. Nur einen Moment. Schreiben Sie Paula. Paula, warte mal kurz. Ja. Paula mit U, wie Udo, B wie Paula, A wie Anton, U wie Udo, L wie Lampe, A wie Paula. Ja, buchstabierst den letzten Buchstaben mit dem ganzen Namen, das ist in Ordnung. Paula, Anton, Udo, Lampe, Anton. Ja, Punkt. Und Punkt? Punkt. Mark, Manfred, A wie Anton, ja. S wie Siegfried, ja. Double S, nochmal S. Was für ein Ding? Nach dem Siegfried? S wie Siegfried, ja, nochmal ja. S wie Siegfried. Also zweimal. Wie Ida. Ja, zwei S. Massi? Zwei S. Ja. Und I wie Ida. Ja, paula.massi. At? Ja. At? E wie Emily? Ja. U wie Udo? Ja. E wie Friedrich? Ja. I wie Ida? Ja. N wie Nordpol? Ja. A wie Anton? Ja. N wie Nordpol? Ja. C wie Cäsar? Ja. E wie Emily? Ja. Punkt? Ja. E wie U. E wie Emily, U wie Udo. EUfinanz.eu. Mensch, das macht ja fast einen seriösen Eindruck, das Freunde. Das ist meine E-Mail. Ja, ist das Ihre E-Mail? Ich suche jetzt eben mal das Bild raus. Was machen Sie? Ich suche eben mal kurz das passende Foto. Ich habe das nämlich hier, ich habe ja bei der Bestellung vom Bad Plug, da habe ich ja auch schon einen Altersnachweis schicken müssen. Und okay, können wir am Mittwoch einen Termin vereinbaren? Oder gehen Sie bei Ihrem Computer, bitte? Ja, ich habe den Computer doch schon an. Ich will Ihnen doch jetzt ein Bild schicken von Sie wissen schon, ne? Okay, öffnen Sie Any Desk, bitte, Any Desk. Ich schicke Ihnen das jetzt mit der E-Mail aus. Haben Sie dieses Programm Any Desk? Ausweis. Ich hab's gleich. Kein Stress. So, ich habe Ihnen jetzt eine E-Mail gesendet. Sie haben jetzt eine E-Mail gesendet. Was für eine E-Mail haben Sie mir gesendet? Ja, da ist ein Foto von meinem Ausweis drin. Ah, ich verstehe. Da kommt, die E-Mail ist zurückgekommen und da stand, die Adresse wurde nicht gefunden. Also ich habe geschrieben, paula.massi. Sie haben das falsch geschrieben. Okay, machen wir so, machen wir so. Gehen Sie bitte bei Ihrem Computer. Jetzt sind Sie gerade. Haben Sie dieses Programm AnyDesk? Finanz. Ich habe das aber richtig geschrieben. Haben Sie AnyDesk, dieses Programm? Haben Sie das? Ja. Okay, gehen Sie bei AnyDesk, bitte. Ich muss erst nochmal, das habe ich bei dem letzten Anruf dieser Art vergessen. Da habe ich die VM nicht angemacht, also die Aufnahme davon. Das habe ich jetzt aber an. Können Sie aufschreiben? Nein, na doch. Wie Anton schreibt. Haben Sie dieses Programm AnyDesk? Ja, natürlich. Okay, gehen Sie bei AnyDesk, so wir können das zusammenschauen. Gehen Sie bei ja. AnyDesk? Ja. Öffnen Sie AnyDesk. 984-646-9667. 669? 66.
gesagt. Okay, klicken Sie akzeptieren. Ich kenne das, das macht mein Enkel immer, ne? Wenn er mich über, das macht mein Enkel immer, wenn er mich über die Webcam stranguliert, ne? Sie können nicht das machen. Warum nicht? Sagen Sie mir Ihr Passwort. Wie ist Ihr Passwort? Ich habe gar kein Passwort. Haben Sie Zugriff bei Ihrem Bankkonto? Ja, natürlich. Aber was für ein Problem haben Sie mit dem Anydesk? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe gar kein Problem. Ich habe Ihnen doch die Nummer gesagt. Okay, sagen Sie mir bitte nochmal die Nummer. Ja, warte. Aber es gibt ein Passwort hier. Ja, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann ein Ausrufezeichen und ein großes A wie Anton. Das ist okay. Das sicherste Passwort im Internet. Okay, nur einen Moment bitte. Glaubst auch wirklich alles. An der Nordseeküste. Hallo? Ausrufezeichen und eine große A? Ja, A wie Anton. Sonst geben Sie mir doch mal Ihre Anydesk-Nummer, dann machen wir das so rum. Okay, okay, sehr schön. Ich gebe Ihnen unsere Anydesk-Nummer. Schreiben ja. Sie. Ja. Ich schreibe. Hallo? Ja, ja, ich höre Ihnen. Sagen Sie mir bitte die neunstellige Nummer. Habe ich doch schon zweimal gemacht. Jetzt geben Sie mir mal Ihre okay. Nummer. Nur einen Moment bitte. Sagen Sie mir nochmal. Ja, ich höre zu. Geben Sie mir mal Ihre Nummer. Was brauchen Sie meine Nummer? Möchten Sie? Ja, ich möchte ja bei Ihnen drauf gucken. Was können Sie gucken? Schreiben Sie. Nein, bei Ihrem Computer. Sagen Sie mir 99, wie war das? 984? Okay, nur ein Moment. 984? Okay, sagen Sie nicht bitte. 646966. Nein, okay, sehr fein, vielen Dank. Oh, ein Passwort. Ja, ich habe Ihnen das Passwort, habe ich Ihnen aber jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Okay, nur ein Moment. Ich guck mal, ob man das auch rausnehmen kann, weil das überführt euch, das klappt ja nicht mit euch, ne? Nein, jetzt klicken Sie akzeptieren. Ah, sehr schön. Ah, da gehen ist Sie sie. Bei Google. Gehen Sie bei Google jetzt. Nein, nicht hier. Was machen Sie? Google, hier. Ist scheinbar schon wieder down. Ich probiere es mal mit der Netadresse. Funktioniert. Also heute ist ja kein komischer Tag. Öffnen Sie, nein, nicht da. Was machen Sie? Sie schreiben bei Anydesk jetzt gerade. Ja, natürlich. Schreiben Sie, ah, sehr schön. Gehen Sie bei Ihrer Gmail. Wo haben Sie Ihr Ausweis? Zeigen Sie bitte Ihr Ausweis. Ich weiß gar nicht, wo ich den hin hab. Okay, nur einen Moment. Gehen Sie nochmal bei Google. Ich kann das alles gar nicht. Ich brauche mal eben ein bisschen Hilfe hier. Kein Problem. Gehen Sie bei Google. Was machen Sie gerade? Google. Ja, ich kann nicht mehr so gut gucken. Haben Sie mit jemand heute verbinden, mit Anydesk? Ja. Okay, öffnen Sie nochmal Anydesk. Ich brauche die Bildschirmlupe. Das bringt Sie nicht weiter, ne? Daran scheitert ihr alle. Guck mal, da ist sie. Stell dir mal vor, das wird man bei deiner Pickelvisage machen. Da wird man jedes kleinste Krümelchen sehen. Ja, klicken Sie Anydesk, bitte. Anydesk, ja. Ja, sehr schön. Klicken Sie X. Was soll ich? Schließen Sie, haben so viele Anydesk geöffnet.
X, machen Sie das weg. Also ich habe ja im Prinzip jeden Browser installiert und ich sammle ja auch Anydesks. Ne? Ich habe auch 7 Versionen davon. Okay, gehen Sie bei Google bitte. Öffnen Sie Google. Ich versuche es ja, aber irgendwie will meine Maus gerade nicht. Lassen Sie die Maus frei. Okay, machen Sie das selbst. Ja. Lassen Sie bitte die Maus frei. Lassen Sie okay. bitte die Maus und die Tastatur frei. Ja, ich habe das frei. Ich habe nicht etwas geklickt. Sind Sie jetzt bei Google? Nein, nein, schreiben Sie nicht Anydesk. Na, ich muss das doch runterladen. Nein, kein Problem. Herunterladen Sie nicht. Nein, öffnen Sie eine neue Seite bei Google. Achso, welche denn? Ja, öffnen Sie eine neue Seite hier bei Plus. Da hier. Steht jetzt Desk Remote Anydesk hier. Ja, nein. Doch. Hier, oh. Öffnen Sie eine neue Seite bei Google, bitte. Öffnen Sie eine neue Seite. Also wenn der Anwalt genauso kompetent ist wie Sie, ne, da kann der nicht mal eine Nacktschnecke verklagen, die eine Schleimspur vor der Tür hinterlässt. Ne? Guck mal, da ist eine okay, neue jetzt Seite. Schreiben Sie BTC. Schreiben Sie BTC. BCC? Nein, nein, oben, hier, bei der Link, nicht unter, oben schreiben Sie das, hier. Ja, okay, löschen Sie Google, bitte. Ich soll Google löschen? Na gut, ja, guck mal, Google jetzt? Chrome von der Taskleiste löschen. Ich hab's jetzt gelöscht. Oh, was haben Sie gemacht? Ich versuche das zu löschen. Nein, nein, na, das löschen haben... Sie das. Ja, ich arbeite. Sie haben doch. Machen Sie, was ich sage. Nee, ich hab's doch gelöscht. Ich hab Google doch gerade gelöscht. Doch, das ist ja nicht mehr hier unten. Ich hab jetzt nur noch den Firefuchs. Oh, liebe Gott. Okay, gehen Sie bei Firefox. Gehen Sie bei Firefox. Sind Sie aus Indien? Nein, ich bin Italienerin. Oh, das ist sehr schön. Ja, ich versuch's doch. Der ist abgestürzt. Guck mal, da ist er wieder. Ich glaube, wir brauchen hier noch mehr Bildschirmlupen. Was ist machen das für Sie schreckliche so. Musik machen da im Hintergrund? Machen Sie so, kein Problem. Hier, bei, okay. Klicken Sie bei Anydesk? Nein, nein, nicht da. Schreiben Sie nicht da, bitte. Ne, Sie haben doch gesagt, ich soll zu Google gehen. Hier. Klicken Sie bei dieser Option hier, Anydesk. Unter. Ja, machen Sie volle Kontrolle. Ich hab die volle Kontrolle. Nein, klicken Sie nur mal bei Standard. Das hier? Klicken Sie nur mal bei Standard. Das ist mir alles, ich brauche die Bildschirmlupe, warte mal. Okay, ich lasse die Maus frei. Klicken Sie jetzt bei Standard. Ich kann nicht mehr. Ja, machen Sie das. Was soll ich machen? Klicken Sie nicht mal Standard? Das schneiden, du. Ey, es ist so schwer im Charakter zu bleiben. Ich kann das nicht klicken, du musst die Maus freilassen. Oh, dabei, lass die Maus frei. Ja, ich habe die Maus frei. Klicken Sie bitte bei Standard. Können Sie bei Ihrer Maus mal die Kugel rausnehmen? Die muss geputzt werden. Ja, nein, ich kann nicht das machen. Ich habe keinen Zugriff. Ja, Sie können Zugriff auf die Mauskugel? Also jetzt alle einen Kommentar, nein, die noch mit einer Mauskugel in der Maus aufgewachsen sind. Ey, Devoschka, hör mal zu. Kennst du das? Früher musste man einer Maus unten immer, da wo das heute leuchtet, da musste jetzt, man früher aufmachen. Können Sie das klicken jetzt? Nee, inzwischen habe ich eine Infrarotmaus dank meinen Patreons. Das kann ich, brauche ich nicht mehr. Okay, klicken Sie Standard. Volle Kontrolle. Nein. Ja, ich habe auf Standard geklickt. Die dritte Option, die dritte. Volle Kontrolle. Nein, nicht da. Klicken Sie nochmal bei Standard. Standard? Bei Standard. Ja, da. Standard. Schreiben Sie nicht bitte. Klicken Sie. Sie haben doch gesagt, ich soll das schreiben. Nein, oben, hier. Was ist denn los mit Ihnen? Für eine richtige Arbeit hat es nicht gereicht. Ist das Standard? Ja, klicken Sie nochmal. Klicken Sie volle Kontrolle. Ich habe Doppelklick gemacht. Geben Sie mir doch mal Ihre Nummer, das ist vielleicht einfacher. Nein. Doch. Schreiben Sie nochmal hier, volle Kontrolle. Was ist denn das jetzt? Machen Sie so, klicken Sie hier bei Anydesk. Kommst hier nicht mehr raus, das ist eine Falle. Nee, nee, nee. Anydesk. Du entkommst, es gibt keinen drinnen aus der Festung der Maulwürfe. Klicken Sie abbrechen. Wird gar nichts, wird abgebrochen. Du bist jetzt für immer gefangen im Reich der Maulwürfe.
Du kommst hier nie wieder raus. Ja, das Asmodeus, beruhigt dich mal. Ich habe sie doch gefangen. Guck mal, hier muss man noch reinschreiben. Ist das so richtig? Gehen Sie bei Firefox, bitte. Gehen Sie bei Firefox. Schon wieder? Ja, okay. Schreiben Sie B. Was ich sage, B. B, B, B wie Bank. Das war doch Ihre Seite, ne? Nein, nein, löschen Sie das. In diesem Moment, unsere Seite funktioniert nicht. Am Mittwoch. Am Mittwoch. Am Mittwoch, wenn die Bar Mitzwa zu Ende ist. Löschen Sie das. Lassen Sie die Maus frei. Lassen Sie die Maus frei. Das ist ja... Löschen Sie das bitte, löschen Sie. Haben Sie das jetzt geschrieben? Nein, da ist ein Hacker auf dem Computer. Schreiben Sie jetzt? Du lässt mich nicht mehr schreiben, ne? Nein, ich habe nicht etwas geklickt. Sie machen alles selbst. Jetzt, haben Sie jetzt geschrieben, Google? Ja. Was machen Sie gerade? Ich versuche, möglichst maximal gestreute Verwirrung zu akzeptieren, um den Menschen einfach mal zu zeigen, dass hier, sag ich mal, die ganzen Firmen eben hier, sag mal, guck mal, ist das Ihre Seite? Nein, 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 gehen Sie oben, bitte. Schreiben Sie Bitcoin-Bit hier, schreiben Sie das. Was ist das denn? Guck doch mal. Hallo? Nein, was machen Sie? Mach mal die schreckliche Musik da aus, das ist ja nicht zu ertragen. Ja, ich weiß. Schreiben Sie bitte, machen Sie das weg. Oh, das ist schade. Das ist, übermorgen ist der Global Anti-Scam Summit. Machen Sie das weg, bitte. Öffnen Sie eine neue Seite. Ja, das ist mir klar, dass dir das nicht gefällt, dass du das jetzt siehst, aber das ist nun mal einfach so. Elendes Pack. Kann ich mal mit dem Chef reden? Ist ja völlig verzweifelt, die Alte. Lux Investment? Herr Furtner? Rechtsanwälte. Ist das Ihr Anwalt hier? Der hier? Ja. Ja? Das sage ich dem, dass ihr euch da ausgibt für... Der hier? Der da? Oh, der sieht noch sehr jung aus. Der könnte Dorian gefallen. Mit welchem Anwalt von diesem müssen Sie arbeiten? Der ist der Älteste. Der hat am meisten Erfahrung. Guck mal hier. Kapitalmarkt und Anlagenrecht. Aha, ich verstehe. Okay, öffnen Sie eine neue Seite bei hier. Sie eine neue Seite. Warte. Ich muss erst. Das ist jetzt mein neues Vorbild. Ist ein schöner Mann, wissen Sie das? Ja, guck doch mal, das ist doch. Das ist ein richtiger Anwalt. Bei Ihrem Computer. Ja, guck mal, das ist ein richtiger Anwalt, nicht der, das Geschmeiß, was ihr da habt. Wie lange dauert das Gespräch mit Ihrem Anwalt denn für die 300 Euro? Jeden Tag, wenn Sie... Ist das so eine Flatrate oder was? Ja, wenn Sie Ihr Geld zurücknehmen, dann sprechen Sie nicht mehr mit unserem Anwalt. Ach so, ja, möchte ich ja aber. Ja. Gehen Sie bei Ihrer Bank, bitte, gehen Sie bei Ihrer Bank. Ich soll zu meiner Bank gehen, das ist jetzt aber schon dunkel draußen. Oder öffnen Sie Firefox, öffnen Sie Firefox. Öffnen Sie eine neue Seite, ich muss Ihnen etwas sagen. Darf ich Sie hier einladen zu? Sollen wir da zusammen hingehen? Okay, öffnen Sie eine neue Seite. Ja. Schreiben Sie jetzt B. Schreiben Sie, was ich sage. Bitte? Was machen Sie? Schreiben Sie, was ich sage. Ja, in Ordnung. B, schreiben B. Sie, löschen Sie das, löschen Sie das. Ich dachte, das ist .de? Schreiben Sie B, nein, nein, löschen Sie. Was haben Sie geschrieben? B, schreiben Sie B. T, wie Theodor. T. T wie Theodor. Wie was?
Wie Theodor. Wie Thea, Thea, Theodor. Okay, löschen Sie H, löschen Sie H. B, T, C. Hallo? Was soll ich jetzt machen? Löschen Sie das. Ich probiere es, aber die Buchstaben kommen wieder. Sie haben gerade gesagt, Sie haben mir gesagt, ich soll das löschen, aber die Buchstaben. Ich mache gar nichts mit der Maus, das ist die Tastatur. Okay, lassen Sie das frei. Ich mache das für Sie. Ich kann nicht mehr, Freunde. Nur einen Moment. Ja, das hast du total verzockt, ne? Guck, hier warnen sie auch gleich alle wieder vor euch. Okay, ich möchte nicht mehr mit Ihnen arbeiten, okay? Ist das das hier? Nein, ich möchte nicht mehr mit Ihnen arbeiten. Ja, dann such dir mal eine richtige Arbeit. Okay, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Klicken Sie, sign in. Das Wort, das Sie suchen, heißt sign in. Sprechen Sie Englisch? Ja, ich kann Englisch sprechen. Können Sie besser Deutsch oder besser Englisch? Hallo? Ja, hallo, ich möchte nicht mehr mit Ihnen arbeiten. Warum nicht? Ich wollte wissen, ob Sie besser Deutsch oder besser Englisch können. Sie sind eine Dumm. Sie sind eine Dumm? Such dir mal richtige Arbeit, du Schlampe. Du bist eine Schlampe, Betrügerin. Nein. Sie haben 8000 Euro verloren. Tut mir leid für Sie. Sie werden mehr Geld verloren. You are live at YouTube. You are live at YouTube. 10,000 people are laughing at you. Haha, Scammer. Ich grüße alle diese Leute. Hallo Leute, wie geht es Ihnen? Ja, denen geht's richtig gut. Die haben richtige Arbeiten und ein richtiges Leben und sind ehrenwerte Menschen und nicht so ein dreckiges Mistvolk, wie ihr da seid. Ja, das tut weh, ne? Alter, die war ja wirklich mal jenseits vom Sternensystem, die Alte. Blah! Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich dachte eigentlich, das wird so ein typischer 2-Minuten-Anruf von irgendeinem Dummbödel, aber die konnte man ja richtig schön ausnehmen.